Bei Willi in der Wohnung gibt es eine Zwangsräumung und Carola ist vorbeigekommen und sahnt nochmal ordentlich ab. Ja, ich könnte die Dosen und die Flasche Bier mitnehmen. Die halbe Dose Tabak. Und was sind das nicht, Willis Sachen? Ja, egal. Und der Willi ist auf Wohnungssuche und fängt dabei an, über die bösen Schmarotzer, die Hartz IV bekommen, herzuziehen. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, alles drum und dran, verdiene mein Geld, ne? Und dann, wenn ich das dann sehe, wie die anderen da auf Hartz IV leben, ne, und kriegen dann alles vom Amt bezahlt und alles, ja, das ist... natürlich auch nicht so toll, ne? Und damit herzlich willkommen alle miteinander zur neuen Folge von Willi und Carola. Herzlich willkommen hier zu Armes Deutschland. Wie immer habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung den Link verlinkt. Dort kommt ihr zu Armes Deutschland, wenn ihr euch mal die kompletten Folgen angucken möchtet. Schaut da natürlich gerne vorbei. Ansonsten könnt ihr auch noch auf dem RTL 2 Doku-Kanal auf YouTube vorbeigucken. Da gibt es auch ganz viel Armes Deutschland. Und ansonsten sind wir heute wieder bei Willi und Carola dabei und es gibt heute die Zwangsräumung. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Kommentar und jeden Daumen nach oben, wenn ihr mich supporten wollt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal auf jeden Fall für weitere Videos. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann starten wir einfach mal direkt rein in die Folge und es geht damit los, dass der Willi ja noch in einer Wohnung gelebt hat und diese Wohnung wird heute zwangsgeräumt. Der Willi ist zu diesem Termin tatsächlich gar nicht mehr aufgetaucht, der ist einfach weggeblieben, aber die Carola, die hat sich die Chance nicht nehmen lassen. Ja, da steht die Räumung an von der Wohnung. Wo ist der Willi? Keine Ahnung, ich denke mal, dass er sich schon vorher vergessen hat, weil der wusste, dass die Räumung ansteht. Die Carola regt sich also ein bisschen darüber auf, dass der Willi nicht zu der Räumung gekommen ist. Und dann regt sie sich auch ein bisschen darüber auf, wie unordentlich die Wohnung doch ist. Denn bei Carola gibt es ja auf gar keinen Fall Unordnung. Die war immer sehr reinlich. Ich bin fassungslos. Ja, wieder mit der Bude hier aus. Leere Bierflaschen, so der Tisch voll. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Man kann sich wirklich nur an den Kopf fassen, denn wir wissen ja alle, wie die Wohnung aussah, als die Carola noch da drin gewohnt hat. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte sie dafür irgendeine richtig gute Ordnung gesorgt. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist zweimal am Tag in die Badewanne zu gehen. Aber naja, ne, sie hat eine andere Sicht auf die Dinge. Also das letzte Mal, wie ich hier war, war alles aufgeräumt. Wie ist es jetzt für dich, das letzte Mal hier drin zu sein? In dem Sinne erinnert mich gar nichts hier an die Wohnung. Ich werde nur noch jetzt meine restlichen Sachen auch mitnehmen. Und das ist im Grunde auch der einzige Grund, warum die Carola überhaupt vorbeigekommen ist. Denn sie hatte die Hoffnung, dass sie noch ein paar Dinge abgreifen kann. Und tatsächlich ist sie auch fündig geworden. Ja, ich könnte die Dosen und die Flaschen Bier mitnehmen. Die halbe Dose Tabak. Das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Da kommt die Carola zu dieser Zwangsräumung. Sie hat wirklich absolut gar keine Scham, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und dann freut sie sich auch noch, weil sie kann ein paar Bier und eine halbe Tabakdose mitnehmen. Ja, das ist, glaube ich, Weihnachten für Carola heute. Und was sind das nicht, Willis Sachen? Ja, egal. Der hat ja keine Miete gezahlt. Ich muss auch gucken, wie ich über die Runden komme, bis ich Geld vom Amt kriege. Es ist auch lustig, wie sie einfach permanent alles auf Willi schiebt. Also nicht, dass das jetzt noch irgendeinen Unterschied machen würde. Aber so ein bisschen Selbstreflexion besitzt die Carola einfach nicht. Aber du hast ja auch keine Miete gezahlt. Ja, weil ich kein Konto besitze und ich kein Geld vom Amt kriege. Das hat er alles gekriegt, nicht ich. Eventuell hast du auch kein Geld bekommen, liebe Carola, weil du dich nicht darum gekümmert hast, weil das Schuhe anziehen und zur Bushaltestelle gehen für dich schon Aufgabe genug war. Und deswegen steht dir jetzt sein Tabak und sein Bier zu? Ja, klar. Der hat mich auch die ganze Zeit nur hier ohne alles sitzen lassen. Das kann es ja auch nicht sein. Und seien wir mal ehrlich, sie soll das Bier und den Tabak doch mitnehmen. Ich meine, Willi ist eh nicht aufgetaucht, wahrscheinlich wären die Dinge sonst zerstört worden. Ist doch auch komplett scheißegal. Aber dass die Carola das Ganze so hinstellt, als hätte Willi sich nie um sie gekümmert, nachdem sie 3-4 Jahre lang nur auf seine Kosten gelebt hat, das ist auch ein bisschen undankbar. Also nur so ein ganz kleines bisschen. Brauche ich keine Angst haben, ich habe es ja beim Stefan gut, ich habe alles. Was jetzt weiter passiert, muss ich mit dem Herrn
sprechen, wie das aussieht mit dem Möbel, was hier noch ist. Also für dich eigentlich eine entspannte Situation. Du bist beim Stefan, du kannst jetzt noch Sachen abgreifen. Ja. Ja, die Carola, die lebt einfach ein richtig angenehmes Leben. Ne, man sieht es ihr ins Gesicht geschrieben. Die ist auch einfach tiefenentspannt. Und sie ist dann natürlich auch die einzige Person, die die Zwangsräumung bestätigt. Was ist das jetzt? Das ist das Protokoll, dass ich jetzt den Besitz an den Vermieter übergeben habe. Ja. So, jetzt möchte ich Sie bitten, mit mir rauszukommen. Ob Sie länger bleiben dürfen, kann dann der Vermieter nun bestimmen. Und was der Vermieter jetzt zu Carola zu sagen hat, das können wir uns, glaube ich, alle sehr gut vorstellen. Da kann man jetzt wirklich nicht mehr mit schönen Worten rechnen. Ja, wir beenden das jetzt, ja. Dann raus. Und so geht das Leben von Carola weiter und sie hatte heute einen richtig schönen Tag, einen kleinen Ausflug, ein bisschen Bier und ein bisschen Tabak und ja, ne, da kann man doch wirklich gut mit leben. Und der Willi, der wollte einfach bei der Zwangsräumung nicht dabei sein. Also ich war bei der Zwangsräumung nicht mit dabei, weil ich keine Lust hatte, auf einen Vermieter zu treffen, sondern auf Carola. Mal ganz ehrlich gesagt, sonst hätte ich den Vermieter eingeklatscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich nicht mit dieser Aussage gerechnet. Ich habe ganz kurz damit gerechnet, dass er sagen wollte, dann hätte ich Carola eine geklatscht. Und auch, wenn man als Mann eine Frau natürlich nicht schlagen soll, hätte ich das vielleicht sogar noch irgendwie nachvollziehen können. Aber dass er den Vermieter schlagen möchte, den er abgezogen hat. Er hat nie Miete gezahlt und er war richtig ekelig zum Vermieter. Dass er den Vermieter dann noch schlagen möchte, das ist wirklich die absolute Höhe. Und da sieht man auch, der Willi, der reflektiert auch überhaupt nicht. In der ganzen Vergangenheit gab es da so viel Ärger und alles. Und das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ja, aber Willi, diesen Ärger gab es doch wegen dir und Carola. Der Vermieter war so nett und hat euch eine Wohnung gegeben und ist damit so auf die Schnauze gefallen. Der wurde dafür so doll bestraft vom Leben. Und dann willst du auch noch dem Vermieter eine runterhauen. Du solltest dich wirklich schämen für diese Aussagen zu dem Vermieter. Was passiert jetzt noch mit den Mietschulden, die du hast? Also die Mietschulden, die sind mir jetzt komplett egal, weil ich werde mich da überhaupt nicht mehr drum kümmern. Kann denn noch irgendwas auf dich zukommen, wenn du das nicht zahlst? Weiß ich jetzt nicht. Der könnte höchstens versuchen, den einzuklagen. Aber dann soll er das machen. Ich meine, der Willi muss sich auch keine großen Gedanken machen. Da, wo nichts zu holen ist, da kann man auch nichts einklagen. Am Ende wird der Vermieter einfach auf seinen Kosten sitzen bleiben. Und auch die nächste Aussage ist natürlich kompletter Humbug. Aber dann soll er sich an Carola wenden und nicht mehr an mich. Weil ich habe genug gelöhnt für die. Habt ihr noch Kontakt? Nee, gar keinen mehr. Natürlich hat er für Carola Geld ausgegeben, aber er hat nie eine Miete für Carola gezahlt. Oder ich weiß nicht, ob die nie eine Miete gezahlt haben, aber ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend dem Vermieter gegenüber absolut respektlos. Und da kann man wirklich nicht ganz so viel sagen. Auch wenn man natürlich verstehen kann, dass er mit Carola keinen Kontakt mehr möchte. Ich hab die überall blockiert, alles drum und dran. Ich habe eine neue Nummer, die mich gar nicht mehr erreichen kann und gut ist. Stellt sich aber natürlich eine wichtige Frage. Lieber Willi, wohnst du wieder im Zelt? Und wo wohnst du jetzt? Jetzt bin ich im Moment bei den Bekannten untergekommen. So, dann schlafe ich auf der Couch. Ich habe mir das angeboten, das ist auch schon mal gut. Hat sie gesagt, kann ich wegen sauber beim Essen mit dazu tun. Das mache ich dann auch. Der Willi ist also untergekommen bei einer guten Freundin. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich gar nicht wusste, dass der Willi überhaupt eine Freundin hat. Aber es ist natürlich schon mal eine ganz gute Sache, dass er dort einen kleinen Übergang hat, um sich eben eine Wohnung zu suchen. So, und dadurch habe ich auch mehr Zeit, um neue Wohnung zu finden und so weiter. Und dann sind wir auch in der Wohnung angekommen von der Freundin und der Willi zeigt sie uns ein bisschen. Und auf den ersten Blick sieht das auf jeden Fall deutlich wohnlicher aus als die Wohnung von Willi, als er dort mit Carola gewohnt hat. So, das ist hier die Wohnung, wo ich jetzt im Moment bin. Ne, hier schlafe ich jetzt im Moment. Hi, Susi. Hallo. Hier schlafe ich jetzt im Moment, auf dem Sofa drauf. Bin auch schon mal dankbar drüber. Mehr, dass ich mich nicht auf der Straße schlafen muss. Das ist schon mal gut so. Ich frage mich wirklich, ob der Willi überhaupt weiß, wie dankbar er sein sollte. Denn dass ihn irgendjemand aufnimmt und ihm ein Dach über den Kopf gewährt, das ist wirklich nicht selbstverständlich.
Auch wenn seine gute Freundin anscheinend eine wirklich wundervolle Seele ist. Ja, für mich war klar, dass er dann hier bleiben kann. Weil er ist halt mein bester Freund und ich lasse ihn nicht in den Stich. Er lässt mich auch nicht in den Stich. Komischerweise haben wir von der besten Freundin noch nie so richtig was gehört. Eventuell hatten die auch keinen Kontakt, während er mit Carola zusammen war. Ich weiß es nicht genau. Aber die beste Freundin kennt die Carola auf jeden Fall und sie hat keine guten Worte für diese übrig. Kennst du die Carola? Ja, ich kenne die eigentlich schon, bevor ich Willi sogar kannte. Und wie steht ihr zueinander? Gar nicht gut. Ne. Ehrlich gesagt, in manchen Situationen hatte ich sogar früher Angst vor ihr. Nach den ganzen Erzählungen in der letzten Folge war das, glaube ich, von Carola, dass sie irgendwie allen auf die Fresse hauen will und dass sie auch schon wieder von der Polizei gesucht wird und so, ist es wahrscheinlich auch die völlig normalste Antwort, dass man vor Carola Angst hat und nichts mit ihr zu tun haben möchte. Also man sieht auf jeden Fall, diese Frau hier, ich habe den Namen gerade vergessen, die hat auf jeden Fall gesunden Menschenverstand. Angst? Ja. Weil die mir auch gedroht hatte und so. Sag mal ein Beispiel, was ist denn gelaufen? Ja, die war ja, will ich eigentlich nicht so gerne sagen, sie war mit meinem Ehemann damals zusammen. Und genau diese Geschichten haben wir in der letzten Folge von Carola gehört, dass dort eben solche Dinge passiert sind. Und jetzt hören wir die andere Seite. Carola hat anscheinend ihren alten Ehemann ausgespannt. Und dann kamst du und dann hat sie Stress gemacht, oder wie? Ja, sie hat uns praktisch auseinandergebracht. Und das war da keine schöne Zeit. Man hat ja auch gedroht und so. Man fragt sich auch wirklich, warum die Carola dazu überhaupt in der Lage ist. Also warum die Männer auch alle der Carola verfallen. Weil, also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Die Carola ist jetzt ja auch keine 10 von 10. Also finde ich schon alles ein bisschen seltsam. Ich meine, wenn du jetzt ein Mann bist, der sozial auch relativ weit unten ist auf der Leiter und du bist alleine, dann kann ich das vielleicht schon irgendwie verstehen. Aber der damalige Ex-Partner von ihr, der hatte ja eine Freundin, eine Frau. Warum hat er sich dann auf Carola eingelassen? Aber Willi kann das Ganze nur bestätigen. Klar ist sie so. Willi versucht ja jede Beziehung auseinanderzubringen. Das ist das Problem, ja. Und jetzt bei ihrem neuen Freund? Ich glaube, und die bei dem Opa. Nee, immer noch. Ist doch nicht weit, wenn die nur ein Haus weitergehen muss. Aber wie gesagt, mir ist das scheißegal. Von mir aus kann sie in der Gosse liegen und kann verrecken. Das ist mir scheißegal. Die Frau ist einfach für mich nur gestorben. Ja, und jetzt kommen wir wirklich in ein Gebiet, wo es schon ein bisschen ungemütlich wird. Aber auf der anderen Seite kann man dem Willi irgendwie böse sein, dass er solche brutalen Wörter benutzt, um die Ablehnung gegenüber Carola irgendwie zu beschreiben. Ich denke nicht. Aber wir wollen natürlich nicht, dass der Carola so was Schlimmes passiert. Das sind aber sehr harte Worte, Willi. Ja, was soll denn daran hart sein? Weil die hat mir genug angetan und da habe ich dann keine Lust mehr drauf. Irgendwann ist bei mir auch mal der Ofen aus. Aber wir müssen da jetzt ja auch gar nicht mehr so drüber reden, denn der Willi ist jetzt Single und er ist, wobei vielleicht ist er gar nicht Single, er hat ja eine Freundin, glaube ich, in Stuttgart. Er ist aber auf jeden Fall jetzt weg von der Carola und das ist auch gut so. Also ich finde sehr gut, dass sie weg ist aus deinem Leben. Deswegen hatte ich ja auch noch letztens, was ich dir auch erzählt hatte, die ich kennengelernt hatte. Und jetzt bekommen wir so einen kleinen Rückblick und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Folge, die wir dort in dem Rückblick sehen, die habe ich leider nie irgendwo gefunden. Eventuell ist das auch gar keine Folge, eventuell ist das einfach nur ein Rückblick. Aber normalerweise macht man den Rückblick ja immer in vergangene Folgen. Also, falls irgendjemand von euch diese Folge kennt und die auf YouTube schon mal gesehen hat, schreibt mir sehr gerne, wo ich die finde. Aber auf jeden Fall haben wir da tatsächlich ein Bild gesehen, allerdings wurde das zensiert. Weißt du, der Unterschied ist, die geht arbeiten, die ist hübsch, die ist klug, die ist intelligent, ne, die, oh, das ist, eigentlich das, was ich schon immer gesucht habe, weißt du, habe ich bei in einer Person gefunden. Aber wir hören hier auf jeden Fall, der Willi ist Hals über Kopf verliebt und die Frau, die er jetzt hat, die ist wirklich das komplette Gegenteil von Carola. Ja, da kann er auch wirklich froh sein, dass er so eine überhaupt gefunden hat. Und aus welchen Gründen warst du mit Carola zusammen? Ja, keine Ahnung, das frage ich mich heute immer noch. Ich glaube, wir wissen alle nicht, warum die Männer sich immer wieder auf Carola einlassen, aber ja, sie tun's und am Ende können sie natürlich jammern und weinen, dass es alles so schlecht mit Carola war, aber der Willi ist ja auch selber schuld.
Nichtsdestotrotz hofft er jetzt natürlich auf die bessere Zukunft. Siehst du, und das freut mich. Ich brauch kein Opa oder sonst irgendwas, weißt du? Ich krieg mein Leben selber auf die Kette. So, kommst du mit einem rauchen? Aber ob der Willi sein Leben wirklich selber auf die Reihe bekommt, das sei jetzt erstmal so dahingestellt. Denn momentan lebt er jetzt bei seiner besten Freundin auf dem Sofa und er muss jetzt in der nächsten Zeit unbedingt eine Wohnung finden. Und die große Frage ist ja, welcher Vermieter soll dem eine Wohnung geben? Das wäre ja absoluter Selbstmord. Was denkst du, wie lange du brauchst, bis du was Eigenes gefunden hast? Weiß aber, ich bin ja fieberhaft am Suchen. Wie viel Miete kannst du zahlen für eine neue Wohnung? Also im Moment mit meinem Gehalt, was ich habe, weil im Moment in Kurzarbeit sind. Du bist in Kurzarbeit? Ja, denn der Firma geht nicht so gut. Der Willi lebt in Köln, was generell schon ein teures Pflaster ist. Er ist jetzt in Kurzarbeit. Er hat den letzten Vermieter komplett gerippt und keine Miete gezahlt. Dementsprechend wird er ja auch keine positive Mieteauskunft haben. Er hat einen schlechten Schufa-Eintrag. Wie möchte Willi eine Wohnung finden? So, und dann kriegst du dann nur 6% von deinem Nettolohn kriegst du ausbezahlt. Wie viel Geld hast du denn jetzt? Also maximal im Monat habe ich so zwischen 800 bis 900 Euro zur Verfügung. Ich vermute einmal, dass das Ganze während der Corona-Zeit gedreht wurde. Dementsprechend kann der Willi jetzt natürlich nichts dafür, dass es Kurzarbeit gibt. Nichtsdestotrotz hilft ihm das natürlich überhaupt nicht weiter. So, normalerweise ist das eigentlich mehr, wenn wir voll arbeiten. Ich will hoffen, dass das jetzt demnächst alles wieder vonstatten geht, dass wir wieder vernünftig arbeiten können, dann kann ich auch wieder vernünftig verdienen. Wegen all diesem Problem ist sein Budget für eine Wohnung auch dementsprechend begrenzt. Man muss aber natürlich auch sagen, die Frage ist ja überhaupt, ob der Willi überhaupt Miete bezahlen würde. So, maximal habe ich mir jetzt rausgesucht, ein Zimmer, das nächste, was jetzt wären bis zu 320 Euro. Köln ist natürlich groß und Köln ist natürlich auch schwer, irgendwann zu finden, ne? In so einer Preisklasse. Und wir werden gleich auch noch sehen, wie der Willi eine Wohnung sucht. Und da kann man wirklich nur beide Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das wird ganz, ganz schlimm. Aber eine Sache, da ist er sich ganz sicher, in die Gegend, wo er mit Carola gewohnt hat, da will er auf gar keinen Fall hin zurück. Auch wenn da die Mieten günstig sind, aber ne. Aber trotzdem, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich trotzdem irgendwas kriege. Ich gucke jetzt gleich auch nochmal. Ne, und dann kann ich mal gucken, dass ich schon was rausschicke dann. Ja, mach das. Momentan geht es dem Willi natürlich einigermaßen gut. Das liegt aber auch und vor allem an seiner guten Freundin Susi. Susi, zahlt der Willi dir gerade Miete oder ähnliches? Nein, das verlange ich auch nicht. Der soll erstmal gucken, dass er selber klarkommt. Das hat der Willi eigentlich gar nicht verdient, dass er so eine Freundin an seiner Seite hat. Und ich bin auch immer noch ein bisschen überrascht, wo die jetzt genau herkam. Aber die ist auch davon überzeugt, dass der Willi sich Mühe gibt. Da gibt sich ja Mühe mit der Wohnung. Und man darf ja jemanden bis 6 Wochen aufnehmen und danach muss er halt weg. Und das ist eben das ganz große Problem. Er wohnt jetzt bei der Susi, aber die darf nur 6 Wochen lang quasi die Wohnung bereitstellen. Ansonsten kann die Susi Probleme mit ihrem Vermieter bekommen, weil dort eben niemand quasi zur Untermiete wohnen darf. Und 6 Wochen darf man wohl. Das ist irgendwie so eine Zeit, wo ein Freund quasi zu Besuch sein darf. Dementsprechend hat der Willi quasi eine Deadline, 6 Wochen, und wenn da keine Wohnung gefunden wird, dann muss er wahrscheinlich wieder auf die Straße. Also Hand aufs Herz, aber das ist natürlich schwer, ne? So in Köln irgendwas zu finden. Also ich schätze mal, in Köln kann das vielleicht bis zu 4 Monate dauern, ne? Dass du dann irgendwas kriegen könntest. Das große Problem, mein lieber Willi, ist, du hast keine 4 Monate Zeit, du hast nur 6 Wochen. Dementsprechend solltest du dich vielleicht ein bisschen hurten und dich auf jede erdenkliche Wohnung bewerben. Denn die Susi möchte auf gar keinen Fall Stress mit ihrem Vermieter in irgendeiner Form provozieren. Nachher bekomme ich noch vom Vermieter Ärger. Und dann, damit ist auch keinem geholfen. Das bedeutet, in 6 Wochen muss der Willi aus dieser Wohnung raus. Und wenn er dann keine eigene gefunden hat, dann muss er, ja, so doof es klingt, wieder auf die Straße. Und jetzt, wo der arbeitende Willi dann eine Wohnung sucht, da regt er sich dann plötzlich über die Leute auf, die eben nicht auf Arbeit sind und eine Wohnung vom Amt gestellt bekommen. Ich sag mal, das Verrückte ist ja eigentlich daran, ne? Ich sag mal, ich schreiß mir wirklich jeden Tag den Arsch auf, ne?
hier jeden Tag zur Arbeit, alles drum und dran, verdiene mein Geld, ne? Und dann, wenn ich das dann sehe, wie die anderen da auf Hartz IV leben, ne, und kriegen dann alles vom Amt bezahlt und alles, ja, das ist natürlich auch nicht so toll, ne? Und natürlich kann man das Ganze jetzt so drehen, lieber Willi, aber du hättest in der Vergangenheit auch einfach mal deine Miete zahlen können, dann hättest du vielleicht sogar einen Vermieter gehabt, der ganz viele Wohnungen hat, der dir vielleicht nach der Trennung auch eine kleinere Wohnung hätte vermitteln können. Und dann hättest du vielleicht auch einfach gar keine Probleme, aber du musstest dein Geld ja für alles andere ausgeben und den Vermieter übers Ohr hauen. Da ist es jetzt wirklich ein bisschen schwierig, im Nachhinein sich so über andere zu äußern. Ja, hast du schon recht. Ich gehe ja zum Glück noch arbeiten nebenbei. Auch wenn da nicht viel rauskommt. Ja, guck dir mal die ganzen anderen Schmarotzer an, ist ja gut. Und mir tut es schon fast ein bisschen im Herzen weh, dass die Susi sich jetzt hier rechtfertigt. Denn die Susi, die bekommt auch Hilfe vom Amt, aber die geht nebenbei noch in einer Behindertenwerkstatt arbeiten zum Aufstocken. Also der kann man wirklich jetzt keinen Strick daraus drehen oder wie man sagt. Aber ja, der Willi, der ist halt in seinem ganz eigenen Film. Man gibt's ja auch genug. Die da sagen, ja, ich hab ja meine blöden Leute, die für mich arbeiten gehen und alles, wo ich das Geld von daher kriege. So, woher kriegen Sie das Telefon, Vater Staat? Woher kriegt Vater Staat das Telefon von uns? Lieber Willi, woher bekommt eigentlich dein Vermieter das Geld dafür, dass du in der Wohnung gelebt hast? Ach so, genau, nicht von dir. Aber sich über andere beschweren, also, ja, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber du solltest eventuell kleine Brötchen backen. Ich kann das wieder rumsuchen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich was finden werde. Der Willi ist also zuversichtlich, dass er eine Wohnung finden wird in 6 Wochen. Dann denkt man natürlich darüber nach und fragt sich, okay Willi, wie viele Bewerbungen hast du schon rausgeschrieben? Hast du dich auf jede mögliche Wohnung beworben? Und da kann der Willi ganz einfach sagen, nein, denn er hat tatsächlich auch noch Anforderungen und ich weiß nicht, ob er in der Position ist, Anforderungen zu stellen. Also Wohnung müsste natürlich dann Köln Zentrum sein, weil die Arbeit auch da ist. Dann nicht mehr so ein sozialer Brennpunkt, wo ich vorher mal gewesen bin. Dann keine Mängel in der Wohnung, wie ich schon mal hatte, ne, dass ich mich dann mit dem Vermieter rumschlagen muss. Das ist wirklich unglaublich, dass der Willi hier noch Anforderungen stellt und dass er nicht in eine komplett verschimmelte Wohnung möchte. Das ist ja das eine. Aber dass er jetzt auch noch eine zentrumsnahe Wohnung will. Lieber Willi, wenn du dich nicht hurtest, wenn du nicht spurtest, dann bist du demnächst wieder auf der Straße. Ich schreibe jetzt mal 400 rein, ein Zimmer, 10 Kilometer, Fläche, ab 40, kann man machen. 11 Treffer, guck. Er hat in seiner Suche ganze 11 Treffer in komplett Köln. Und bei diesen 11 Wohnungen hat er dann auch noch bei mehreren was zu meckern. Müngersdorf ist so weit von der Arbeit weg. Das ist Köln-Weiden. Das ist auch wieder hinten. Ehrenfeld würde auch noch gehen. Aber Kalk ist da auch nicht weit weg. Nö, das andere Rheinseite ist das. Das ist wirklich unfassbar. Ich meine, ja, es ist vielleicht doof, wenn du einen relativ langen Weg zur Arbeit hast, aber möchtest du auf der Straße leben? Naja, immerhin ist der Willi ortskundig. Also in Köln gibt es 2 Seiten, ne? So die Judenleute, die wohnen auf der linken Seite und die rechte Seite und die andere, die wohnen auf der Schelsig, ne? So, auf der linken Seite scheint immer die Sonne. So, und auf der rechten Rheinseite ist es halt immer dunkel. Da willst du nicht hin. Ich eigentlich als Kölner, ne, ist bei mir eigentlich die linke Seite, ne, weil du dich da wohler drauf fühlst. Und denk daran, er hatte 11 Wohnungen angezeigt bekommen und alle sind irgendwie nicht ganz perfekt. Leverkusen, das ist auch zu weit. Das ist wieder Müngersdorf, das ist auch wieder hinten. Würdest du keine Wohnungen nehmen, die weiter entfernt sind? Ja, ich muss gucken, dann ich auch in Köln fährst du auch über eine Stunde damit die ganzen Bahnen, wenn du auf der Arbeit bist. Mein lieber Willi, dann ist das im Zweifel so, dass du eine Stunde mit der Bahn fahren musst, aber dann hast du wenigstens eine Wohnung und wenn du diese Wohnung hast und du deine Arbeit hast, dann kannst du ja währenddessen die ganze Zeit noch eine neue Wohnung suchen, aber du brauchst erstmal irgendeine Wohnung, ansonsten bist du wieder auf der Straße. Ich frage mich, ob er sich das nicht bewusst ist. Also ich will gucken, dass ich maximal eine halbe Stunde von der Arbeit weg wohne, wo die Wohnung dann ist, ne? Und erstmal weiter würde ich dann erstmal nicht wegziehen. Ne?
Aber das Gute an der Sache ist, ich bin nicht alleine mit meinem Unverständnis. Auch die Susi findet, dass der so ein bisschen falsche Prioritäten hat. Ich würde alles anschreiben, was da ist halt, außer die Wohnungen, die extrem weit weg sind. Aber sonst würde ich alles anschreiben, was da ist. Und die Sache ist, selbst wenn der Willi irgendwo mal eine Vorstellung bekommt oder so, er hat ja noch so viele andere Probleme. Also, dass er überhaupt eine Wohnung finden könnte, wäre so ein Sechser im Lotto. Sich da nicht bei jeder einzelnen Wohnung zu bewerben, ist wirklich fahrlässig. Was machst du, wenn die dann eine Schufa-Auskunft haben wollen? Ja, du willst fast jeder eine Schufa-Auskunft haben. Glaubst du, das macht es dann noch schwerer? Ja, aber dann damit zeigst du denen, dass du dabei ehrlich bist. Das wird aber dann verdammt schwierig, eine Wohnung zu finden. Ja, schwierig ist das schon, aber man kann ja auch mal wieder Glück haben, oder nicht? Ich frage mich, ob der Willi auch so ehrlich ist und erwähnt, dass er bei seinem letzten Vermieter nie Miete gezahlt hat. Aber wahrscheinlich würde er das dann nicht tun. Und, oh Gott, er hat eine Wohnung gefunden, die dem Herr sogar ganz genehm ist. Wo war das denn? Altstadt. 393. Ja, beziehungsweise ist er bei allen 1.8. Der wäre auch wieder zu spät. Schreibst du da nicht an? Ja, könnte man eigentlich mal. Was soll man groß dazu sagen, meine lieben Freunde? Die Carola, die ist wirklich in ihrem ganz eigenen Film. Und der Willi, der lebt ein Leben. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie der abends in den Spiegel guckt und sich nicht denkt, scheiße, was mache ich hier? Aber ich bin wirklich gespannt, wie es mit den beiden weitergehen wird. Das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns sehr bald in der nächsten Folge von Willi und Carola wieder. Und ich hoffe natürlich, dass ihr da auch genauso viel Spaß dran habt wie ich. Wir sehen uns, bis dann, auf Wiedersehen, tschüss!